Herzlich willkommen zu diesem Jasp-Tutorial. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, wie Sie mit Jasp eine Multiple Regression durchführen und interpretieren, einschließlich der Prüfung der Regressionsvoraussetzungen. Wir beginnen mit dem Laden der Daten. Wir gehen hier aufs Hauptmenü, Open, Computer. In meinem Fall ist der relevante Ordner bereits angegeben, sonst würde ich oben auf Browse gehen. Wir haben hier einen Datensatz mit 4 Datenfeldern. Wir haben das nominal skalierte Geschlecht. Dass es nominal skaliert ist, sieht man hier oben an diesem Symbol. 0 steht hier für Männer, 1 für Frauen. Wir haben das metrisch skalierte Alter. Metrisch sieht man hier am Metermaß. Wir haben den Kontakt, also wie häufig die Person in diesem Fall Kontakt mit Migranten hat. Und wir haben die Vorurteile gegenüber Migranten. Untersuchen wollen wir in unserer Regression, ob die Häufigkeit des Kontakts einen Einfluss hat auf die Vorurteile. Und kontrollieren wollen wir für die beiden Variablen Geschlecht und Alter. Wir haben dann also am Ende 3 Prädiktoren im Modell, Geschlecht und Alter als Kontrollvariable und Kontakt als eigentlichen Prädiktor, der uns inhaltlich interessiert. Insofern ist es eine multiple Regression. Bevor wir mit der Regression loslegen können, müssen wir aber ein paar Sachen am Datensatz bereinigen. Das erste ist, wir wollen nur diejenigen Leute in unserer Auswertung betrachten, die mindestens 18 Jahre sind. Das heißt, wir wollen keine Daten von Minderjährigen auswerten. Dazu müssen wir einen Filter setzen. Das heißt, wir müssen diejenigen herausfiltern, die jünger sind als 18. Dazu gehe ich zum Filtersymbol. Klick aufs Alter. Wenn ich mich jetzt verklickt hätte und das wieder rausnehmen wollte, würde ich stattdessen jetzt mit der rechten Maustaste raufklicken. Dadurch kann man es wieder entfernen. Wir wollen nur die, die mindestens 18 sind. Größer gleich. Und dann hier Apply Pass-Through Filter. Hier unten in der Statusleiste sehen wir, dass nach der Filterung von 121 Fällen vorher noch 120 enthalten sind. Das heißt, eine Person wurde jetzt rausgefiltert. Und hier sehen wir das im Datensatz. Diese Person, die ist 17 Jahre, die ist ausgegraut. Die wird dann auch in allen folgenden Auswertungen nicht mehr berücksichtigt. Weiterhin, damit es ein bisschen anschaulicher ist, wollen wir fürs Geschlecht Werte-Labels eingeben, dass dann nachher nicht mehr überall nur noch 0 und 1 zu sehen ist und man sich merken muss, was bedeutet welcher Wert, sondern dass da männlich und weiblich zu sehen ist. Dazu klicken wir auf die Variable bei nominal skalierten Variablen und geben hier die Labels ein. Dann müssen wir noch was einstellen, was fehlende Werte angeht. Verschiedene Auswertungstools haben verschiedene Rückgabewerte, die sie eintragen in die Datenliste, wenn eine Person für eine Variable keine Angaben gemacht hat. Das Tool, mit dem ich am häufigsten arbeite, gibt typischerweise minus 77 zurück bei fehlenden Werten. Jetzt müssen wir Jasp sagen, dass wenn irgendwo ein Wert von minus 77 ist, dass das kein gültiger Wert ist, mit dem Jasp rechnen darf, sondern dass das als fehlender Wert einzuschätzen ist. Hier ist so ein Beispiel. Hier ist minus 77 beim Kontakt. Da müssen wir jetzt sicherstellen, dass mit dem Wert nicht gerechnet wird. Das geht auch übers Hauptmenü. Preferences. Data. Da gibt es hier diese Missing Value List. Und da müssen wir minus 77 ergänzen. Das, was wir hier eintragen, wirkt nicht nur für diese eine Auswertung. Sie sehen ja, das ist hier bei Preferences, also im Grunde bei Optionen eingetragen. Das gilt so lange in Jasp, bis Sie es wieder ändern. Falls Sie die minus 77 wieder entfernen wollten, gingen Sie einfach rauf und würden auf das Minus klicken. Aber wir wollen es natürlich jetzt drin haben. Und Sie sehen jetzt hier, wo vorher die minus 77 stand, ist jetzt eine leere Zelle. Das heißt, jetzt erkennt Jasp, dass das ein fehlender Wert sein soll. Damit sind wir mit unseren Vorarbeiten soweit zu Ende
und können zu den Descriptives, also zu den deskriptiven Daten kommen. Wir ziehen die vier Variablen rüber. Dann will ich ganz gerne noch Häufigkeitstabellen für nominal skalierte Variablen, in unserem Fall fürs Geschlecht. Hier haben wir die deskriptiven Daten für die vier Variablen. Wir sehen auch jeweils, wie viel gültig und wie viel fehlend sind. Und hier unten haben wir die Häufigkeitstabelle fürs Geschlecht. Dann kommen wir auch schon zum Regressionsdialog. Vorher fordern wir noch eine Korrelationsmatrix an. Dann möchte ich gerne noch, dass signifikante Korrelationen markiert werden. Hier haben wir jetzt alle Interkorrelationen, sowie jeweils gesondert markiert mit dem Stern, wenn diese signifikant werden. Kommen wir dann zur eigentlichen Regression. Zuerst zeige ich Ihnen schrittweise, welche Optionen ich jeweils auswählen würde, und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Im ersten Schritt gucken wir uns die verschiedenen diagnostischen Werte an hinsichtlich der Regressionsvoraussetzungen und dann interpretieren wir die Ergebnisse der Regression. Die abhängige Variable sind hier die Vorurteile. Und die ganzen Prädiktoren kommen ins Feld Covariates. Unter Model können wir einstellen, dass wir eine hierarchische Regression wollen. Dass wir also die Regression in zwei Schritten durchführen wollen. Das macht man in der Regel so, wenn man Kontrollvariablen hat, dass man im ersten Schritt die Kontrollvariablen einschließt und im zweiten Schritt dann den oder die inhaltlich relevanten Variablen. Deswegen markiere ich hier Geschlecht und Alter, dass die sozusagen im ersten Schritt alleine drin sind. Und im zweiten Schritt kommt dann der Kontakt hinzu, als der eigentlich inhaltlich interessante Prädiktor in unserem Modell. Unter Statistics ergänze ich R-Squared-Change. Das zeigt nachher, wie viel zusätzliche Varianz in diesem zweiten Schritt erklärt wird. Ich möchte gerne Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten. Und ich möchte die Collinearity Diagnostics, um die Regressionsvoraussetzung Abwesenheit von starker Multikollinearität prüfen zu können. Dann möchte ich Statistiken für die Residuen. Ich möchte den Durbin-Watson-Test, mit dem man auf Autokorrelation testen kann. Und ich möchte eine Ausreißeranalyse. Unter Options brauchen wir nichts auszuwählen. Die Voreinstellungen sind so okay. Bei Plots wollen wir noch eine Reihe von Plots auch für Regressionsvoraussetzungen. Residuals versus Predicted. Das verwendet man, um die Homoskedastizitätsannahme zu prüfen. Residuals versus Histogram und QQ-Plot. Die beiden gucke ich mir an für die Normalverteilung. Departure-Plots gucke ich mir an für die Linearität. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen und zu den Voraussetzungen, möchte ich noch kurz diese vier Buttons hier erklären. Mit dem schwarzen Button kann man Beschriftungen von Auswertung verändern. Das mache ich ganz gerne, dass ich da dann die Hypothesennummer dazu schreibe, wenn ich mehrere Hypothesen prüfe. Man findet sich nachher im Output wesentlich besser zurecht. Mit dem Plus-Button kann man eine Auswertung kopieren. Das heißt, wenn Sie Ihre H1b dann im Grunde fast die gleiche Regression wäre, nur mit irgendeiner anderen Prädiktorvariable, dann würden Sie einfach auf Kopieren gehen und nur diese eine Variable ändern. Das blaue i ist die Hilfefunktion. Da erhalten Sie die Online-Dokumentation für die entsprechende Auswertung.
und mit dem roten X können Sie nachher eine Teilauswertung löschen. So, schauen wir uns die Ergebnisse an. Und zwar im ersten Schritt noch gar nicht die inhaltlichen Ergebnisse, sondern die Tests der Voraussetzungen. Die Durbin-Watson-Statistik hier testet auf Autokorrelation. Die kann Werte zwischen 0 und 4 annehmen. Werte um 2 sind gut. Die zeigen an, dass es keine Autokorrelation ersten Grades gibt. Da spricht also denn dagegen, dass die Residuen miteinander korreliert sind. Werte, die deutlich niedriger oder deutlich höher sind, also beispielsweise Werte bei 1 oder kleiner oder Werte von 3 oder höher, die wären ein Problem. Hier ganz rechts in der Koeffiziententabelle finden wir den Varianzinflationsfaktor, VIF. Damit prüft man, ob Multikollinearität vorliegt. Wenn der Wert größer ist als 10, dann haben Sie ein Problem. Hier sind wir weit davon entfernt. Diese Tabelle Collinearity Diagnostics braucht man in der Regel nicht. Also für die Multikollinearität reicht es meistens, sich oben den Varianzinflationsfaktor anzugucken. Bei Case-Wise Diagnostics erhalten Sie eine Liste der Fälle, die problematisch sind hinsichtlich Ausreißer, die also mehr als 3 Standardabweichungen vom Residuum von der Mitte entfernt sind. Hier ist der optimale Fall, diese Liste ist leer. Und man sieht hier unten auch bei den Residual Statistics, das standardisierte Residuum geht von minus 2,5 bis plus 2,3. Es gibt also keine Residuen, die absolut größer sind als 3. Dieses Streudiagramm vorhergesagte Werte versus Residuen nutzt man, um die Homoskedastizität zu prüfen, also die Varianzhomogenität. Und im Idealfall soll das einfach eine chaotische Punktwolke sein, wie es das hier auch ist. Ein Problem wäre es, wenn das ein sogenannter liegender Trichter wäre, wenn also nach links die Streuung systematisch kleiner oder systematisch größer würde. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen, dazu habe ich ein eigenes Tutorial erstellt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt geht es um die Normalverteilung. Das schaut schon relativ gut danach aus. Also zumindest auf den ersten Blick sieht man hier keine größere Abweichung von der Normalverteilung. Noch deutlicher sieht man es eigentlich im QQ-Plot. Wenn die Residuen normal verteilt sind, dann sollten die Punkte möglichst nahe an dieser roten Linie liegen. Und die liegen hier tatsächlich relativ gut drauf. Perfekt, jeder einzelne Punkt wird nie drauf liegen. Und dann haben wir noch die partiellen Streudiagramme. Hier beim Geschlecht ist das ohne große Aussagekraft. Wir prüfen mit dem partiellen Streudiagramm, ob die Linearitätsvoraussetzung gegeben ist. Was wir hier nicht sehen wollen, ist ein systematisch gebogener Zusammenhang. Also beispielsweise, weil irgendwie ein U-förmiger oder umgekehrt U-förmiger Verlauf wäre. Dann hätten wir ein Problem. Hier ist das nicht der Fall. Hier deutet es eher darauf hin, dass es gar keinen Zusammenhang gibt. Hier zwischen Kontakt und Vorurteilen sieht das eher nach einem fallenden Zusammenhang. Aber hier ist zumindest auch nicht erkennbar, dass das systematisch irgendwie ein gebogener Zusammenhang ist. Bevor wir jetzt inhaltlich die Ergebnisse analysieren, noch ein paar kurze Hinweise, was man machen kann, wenn Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Wenn die Voraussetzung der Unkorreliertheit der Residuen nicht gegeben ist, dann kann man hier eigentlich im Regressionsdialog nicht ohne weiteres was machen. Da braucht man dann eher fortgeschrittene Verfahren. Bei der Multikollinearität kann man höchstens gucken, wenn man also einen Varianzinflationsfaktor über 10 hat, ob man mehrere Prädiktoren im Modell hat, die eigentlich das gleiche messen, ob man die dann zusammenfasst. Wenn die Normalverteilungsannahme nicht gegeben ist und man eine hinreichend große Stichprobe hat, Größenordnung ab 50 oder mehr, gibt es eine Option hier bei JASP. Das ist das Bootstrapping. Hier gibt es die Option bei den Schätzungen from Bootstraps.
Wenn ich da jetzt raufklicke, sieht man rechts oben, dass er erstmal arbeitet. Das Bootstrapping dauert ein bisschen länger. Lassen sich dabei bitte nicht von den drei Nullen irritieren. Ich habe einfach, damit man das auch im Video vernünftig sehen kann, für den Bildschirm Zoom eingestellt. Die Zahl, die eigentlich dahinter steht, ist 5000. Die Bootstrapping-Ergebnisse darf man auch interpretieren, wenn keine Normalverteilung vorliegt. Und sie ist auch keine perfekte, aber doch eine relativ gute Absicherung gegen eine Verletzung der Homoskedastizitätsannahme. Wenn Sie mehr über Bootstrapping erfahren wollen, auch dazu gibt es ein Tutorial von mir. Der Link ist auch in der Beschreibung. Bei uns waren ja alle Voraussetzungen erfüllt, sodass wir uns jetzt die Ergebnisse angucken. Zuerst betrachten wir die Model Summary. Da haben wir zwei Modelle, 0 und 1. Unten in der Anmerkung steht schon, das 0-Modell enthält Geschlecht und Alter. Und das Modell 1 enthält dann alle Daten. Wir sehen hier in der Spalte das R-Quadrat. Das ist also die erklärte Varianz. Das Modell nur mit Geschlecht und Alter erklärt 4,9% der Varianz, der abhängigen Variable, also des Vorurteils. Und das Modell aus Geschlecht, Alter und Kontakt erklärt 18,6% der Varianz. Fast interessanter noch ist R-Quadrat-Change oder auch Delta-R-Quadrat genannt. Das ist die Änderung der erklärten Varianz durch den Schritt. Das heißt, der erste Schritt erklärt 4,9% und der zweite Schritt, in dem Fall eben die Aufnahme des Kontakts als zusätzlichen Prädiktor, erklärt zusätzliche 13,7%. Dann gehen wir zu den Koeffizienten. Wir sehen hier erstmal im ersten Modell, dass dort das Geschlecht signifikant ist, das Alter aber nicht als Prädiktor. Das Geschlecht war ja so kodiert, dass 0 die Männer und 1 die Frauen sind. Bei dieser Kodierung bedeutet das, dass die Frauen im Mittel unter Kontrolle vom Alter einen um 0,493 niedrigeren Wert fürs Vorurteil aufweisen. Und hier rechts sieht man dann noch die Konfidenzintervalle. Für uns inhaltlich interessant ist das Modell 1 und wir gucken da zum Kontakt. Wir sehen, der ist signifikant. Wir haben vorne ein negatives Regressionsgewicht, also ein negatives B. Das heißt, stärkerer Kontakt ist mit geringeren Vorurteilen verbunden. Neben diesem unstandardisierten B gibt es hier auch noch das standardisierte Beta. Das B vorne, also die erste Spalte, ist so zu interpretieren, eine Person, die einen Punkt höher auf der Kontaktskala hat, hat unter Kontrolle von Geschlecht und Alter 0,388 Punkte weniger auf der Vorurteilsskala. Das heißt, dieser Zusammenhang ist skalenabhängig. Wenn wir Kontakt oder Vorurteile auf einer anderen Skala messen würden, die mehr oder weniger Punkte hätte, dann würden hier auch andere Ergebnisse rauskommen. Standardisierte Regressionsgewicht, das Beta, wird in standardisierten Einheiten gemessen. Das ist so zu interpretieren, dass eine Person, die eine Standardabweichung höher beim Kontakt ist, dann um 0,373 Standardabweichungen niedriger bei den Vorurteilen liegt. Diese Betas haben den Vorteil, dass man sie auch über unterschiedliche Skalen hinweg noch eher miteinander vergleichen kann. Was wir uns zuletzt noch angucken, sind die Bootstrap-Ergebnisse. Die brauchen wir in unserem Fall nicht, weil ja alle Voraussetzungen erfüllt sind. Aber wenn bei Ihnen mal der Fall vorliegt, dass die nicht erfüllt sind, dann ist es sinnvoll, dass Sie auch die interpretieren können. Hier haben wir wieder die gleichen Modelle. Wir haben aber leider keine P-Werte. Das heißt, wir müssen stattdessen die Konfidenzintervalle hier rechts betrachten. Und da gucken wir jeweils, ob das Konfidenzintervall die 0 einschließt oder nicht. Beispielsweise im Modell 0. Beim Geschlecht wird die 0 nicht eingeschlossen, weil beide Grenzen des Konfidenzintervalls negative Werte aufweisen. Das heißt, dass das Geschlecht auch nach Bootstrapping signifikant ist, während beim Alter die Untergrenze negativ, die Obergrenze positiv ist, also ist die 0 Teil dieses Intervalls, also ist das Alter kein signifikanter Prädiktor. Das sind beides Ergebnisse, die die Ergebnisse oben des normalen Tests für die Regressionsgewichte bestätigen. Und für unsere Kernaussage unten für den Kontakt haben wir auch den Fall, beide Grenzen sind negativ, also ist Kontakt auch nach Bootstrapping ein signifikant negativer Prädiktor für die Vorurteile. Zum Schluss wollen wir das Ganze natürlich noch speichern. Über das Hauptmenü. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
bei Save As speichern wir diese Auswertung. Also wenn Sie beispielsweise am nächsten Tag an der Auswertung weiterarbeiten wollen, würden Sie hierüber gehen. Bei Export Results exportieren Sie nur die Ergebnisse. Das heißt, am Ende haben Sie dann eine HTML-Datei mit den ganzen Tabellen und Auswertungen, die Sie ausgeführt haben. Das würde dann so aussehen. Damit sind wir am Ende des Tutorials angekommen. Wie gesagt, Links zu einigen weiterführenden Tutorials zum Thema Regression finden Sie in der Videobeschreibung. Informationen zu meinem Beratungsangebot zum Thema Statistik für Studierende finden Sie auf meiner Internetseite.